Mittlerweile hat fast jeder moderne Router die Funktion, ein Gast-WLAN aufzuspannen. Im ersten Teil des Videos werde ich euch erzählen, warum das sehr sinnvoll ist, diese Funktion auch zu nutzen. Im zweiten Teil des Videos schauen wir uns die praktische Umsetzung bei einer Fritzbox an. Schaut auch mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr Sprungmarken, falls ihr den einen oder anderen Teil überspringen möchtet. Wenn ihr mal bei eurem Apple- oder Android-Gerät schaut, da gibt es eine Funktion, die sichert WLAN-Passwörter in der Cloud. Das tun sie wohl verschlüsselt, darauf muss ich mich jetzt verlassen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr einen Gast in euer WLAN lasst und der hat diese Funktion eingeschaltet, dann wird euer WLAN-Passwort in die USA synchronisiert. Also vermutlich in die USA oder auf irgendeinen Server von Google oder Apple. Wenn alles gut geht, ist das verschlüsselt und dann ist das auch nicht weiter dramatisch. Wenn ihr den Großkonzern aber nicht vertrauen wollt und habt das bei all euren Geräten deaktiviert und ihr lasst jetzt einen Gast in euer WLAN und der hat das eben nicht deaktiviert, dann ja, habt ihr halt einfach Pech gehabt. Dann werden die Passwörter synchronisiert. Also um das zu verhindern, ein Gast-WLAN benutzen, da habt ihr ein separates Passwort. Das nächste Problem ist die Trennung der Geräte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an WannaCry, das war ein Krypto-Trojaner, der sich über eine SMB-Lücke in Windows verbreitet hat. Dazu hat eine Netzwerkverbindung gereicht, damit sich der verbinden konnte. Das heißt, wenn jetzt einer eurer Gäste ein infiziertes Gerät hat und bei euch ins Netzwerk einschleppt, kann das dazu führen, dass alle eure anderen Geräte auch infiziert werden. Beim Gast-WLAN verhält sich das anders, das ist abgetrennt von eurem restlichen Netzwerk und die Trojaner können nicht so einfach auf andere Geräte überspringen. Der nächste Grund ist der Schutz vor Abmahnungen. Im Gast-WLAN habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Verbindung zu beschränken. Zum Beispiel könnt ihr einschränken, dass dort kein Peer-to-Peer-Traffic vonstatten gehen kann. Das heißt, Torrents zum Beispiel können dann unterbunden werden. Oder man kann das noch restriktiver machen. Man kann einfach sagen, nur Mails und Surfen im Internet ist erlaubt und alles andere eben nicht. Ihr habt ja keine Kontrolle, was bei euren Gästen alles auf den Geräten installiert ist. Von daher finde ich das auch eine sinnvolle Funktion. Der nächste Vorteil ist, das Passwort bleibt änderbar. Wenn ihr zu Hause in eurem normalen WLAN ein Passwort habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich niemals ändern, weil ihr habt so viele Geräte, die daran angebunden sind. Zum Beispiel den Fire TV Stick und. Die müsstet ihr alle neu anbinden bei einer Passwortänderung. Beim Gast-WLAN könnt ihr eigentlich relativ locker einmal im Monat das Passwort ändern und eure Gäste müssten sich dann halt neu einloggen. Dieser Einlog-Vorgang ist aber relativ einfach, denn man kann einfach einen QR-Code ausdrucken und den seinen Gästen vor die Nase halten. Wenn die dann mit ihrer Apple-Kamera zum Beispiel diesen QR-Code abscannen, können die sich direkt in das WLAN einloggen, ohne das Passwort einzugeben. Man bleibt also damit deutlich flexibler und kann in regelmäßigen Abständen das Passwort ändern. Jetzt schauen wir uns auf der Fritzbox an, wie man das konkret umsetzen kann. Ja, der Teil des Videos wird jetzt relativ kurz und schmerzlos, denn das lässt sich super einfach aktivieren bei der Fritzbox. Dazu bin ich jetzt in meinem Interface eingeloggt, links bin ich auf WLAN gegangen und dann kann ich hier einfach auf Gastzugang klicken. Das funktioniert nur, wenn das normale WLAN bereits aktiviert ist. Hier ist jetzt Gastzugang noch nicht aktiv, deshalb klicke ich den mal an. Hier habe ich jetzt noch die Auswahl zwischen privater WLAN-Zugang, das heißt, der ist passwortgeschützt, oder einem öffentlichen WLAN-Hotspot. Für die meisten von euch wird der private WLAN-Zugang mit einem Passwort die richtige Option sein. Deshalb lasse ich das jetzt eingestellt und scroll mal ein bisschen runter. Hier kann ich die SSID des Gastzugangs festlegen, also das, was dann mein Gast am Ende als WLAN-Name auf seinem Gerät sieht. Und hier kann ich das Passwort festlegen. Habt ihr ja vorhin schon im Video gesehen, dass ich da ja viel Spielraum habe, was einzugeben. Habe ich das alles gemacht, würde ich euch empfehlen, einmal auf Übernehmen zu klicken, denn dann kann ich hier unten den QR-Code ausdrucken. Bin ich nochmal hier runtergescrollt, vorhin habt ihr gesehen, dass das hier ausgegraut war. Jetzt ist das wieder sichtbar und hier kann ich jetzt einfach sagen QR-Code anzeigen und das Ding kann ich jetzt einfach einmal drucken. Würde ich euch empfehlen, hängt bei mir am Kühlschrank, kann sich dann jeder abscannen. Interessant finde ich auch noch die weiteren Einstellungen hier unten. Ihr könnt eine Vorschaltseite anzeigen lassen, gut, das ist uninteressant, aber hier gibt es zum Beispiel Sachen, WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren. Ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, dass die Netzwerke getrennt sind und im Gastzugang ist nochmal die Besonderheit, dass ihr nicht nur die Netzwerke von eurem normalen Netzwerk getrennt, sondern die Geräte untereinander können sich auch nicht erreichen. Auch das gibt nochmal einen extra Schutz Sicherheit. Zusätzlich kann ich hier die Internetanwendung beschränken. Wenn ich den Haken hier setze, dürfen die nur surfen und mailen. Dann hat aber das so blöde Nebeneffekte, wie dass dann irgendwelche Instant Messenger vielleicht nicht funktionieren. Das kann man besser regeln, indem man hier einfach auf Internet, Filter,
und Zugangsprofile klickt. Und es gibt schon immer voreingestellt den Gastzugang als Profil. Wenn ich den mal bearbeite, dann könnte ich jetzt zum Beispiel Anwendungen verbieten, die auf BitTorrent hören, ne? Also Peer-to-Peer zum Beispiel. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, nochmal alles außer Surfen und Mailen auszuwählen. Wem jetzt das zu wenig Netzwerkanwendungen sind, der kann natürlich die selber festlegen. Und zwar hier oben bei Listen. Hier sind die ganzen bestehenden Verbindungen drin. Da kann ich jetzt einfach eine Netzwerkanwendung hinzufügen und kann die Ports definieren, die ich sperren möchte. Bei Surfen und Mailen schauen wir mal rein, was da alles erlaubt ist. Also da ist schon ein bisschen was erlaubt. Vielleicht sind da auch die Port-Ranges für WhatsApp oder so dabei, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, da ist nicht alles abgefangen und die ein oder andere Anwendung funktioniert da nicht. Nochmal zurück im Zugangsprofil. Da habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, die Internetnutzung zu bestimmten Zeiten zu sperren. Das ist also die klassische Bearbeitungsfunktion hier für solche Profile, die die Fritzbox hat. Und wer halt im Gast-WLAN ist, ist automatisch diesem Profil zugeordnet. Für alle Fritz-Phone-Besitzer noch ein wichtiger Hinweis. Ihr könnt einfach das Gast-WLAN abschalten, wenn ihr es nicht braucht mit dem Fritz-Phone. Ihr könnt es einschalten, wenn ihr es braucht. Und als besonderes Gimmick lässt sich der QR-Code auf dem Display des Fritz-Phones anzeigen. Der kann dann direkt abgescannt werden. Ja, das war's jetzt zum Thema Gastzugang. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch mal im Abspann. Dort findet ihr noch weitere interessante Videos zum Thema Fritzbox.